Ja, hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder. Heute reagieren wir auf diverse Kack-Produktionsbeschreibungen. Teil 26. Und sie sind super kacke. Und trotzdem werde ich sie vorlesen. Viel Vergnügen. Sind Sie suchen für kreative und interessante Spielzeug für Kinder? This Bowling Spielkit wird Verkaufs ihre gute Wahl sein. Ja gut, also das kann man der jetzt nicht übel nehmen, die hat Tourette, vollkommen legitim, ne, ich hab's manchmal auch, obwohl ich eigentlich, also ich hab die Diagnose nie, aber ich hab's trotzdem manchmal bei vielen Menschen, aber, ja, also meine Eltern zum Beispiel haben mir immer zum Spielen, da war ich 4, sehr, sehr gerne zum Beispiel einen Staubsauger geschenkt und dann haben sie gesagt, ey, probier den doch mal in der gesamten Wohnung aus. Und das hat mir mega Spaß gemacht. Mega, also meine Freunde und sowas, die hatten alle so Lego und sowas, aber ich hatte einen Staubsauger. Dann habe ich das Aufwaschspiel, das war auch immer ganz cool, also die Sachen aufgewaschen und abgetrocknet. Nee, aber Staubsauger wäre halt auch ein gutes Spielzeug für Kinder. Wahl sein. Es ist der sicheren und sanfte Kunststoffmaterialien, langlebig und exzellenten in Textur, Ledermappen, Standplatz, Hautabdeckung. Sterben! Also, ich muss wirklich sagen, die Produktbeschreibung steht original auf dem Produkt von meiner Frau. Dieses Produkt benutzt man ja, ne, für Dinge halt, so, wenn man wenn ein kalt ist zum Beispiel, ne, dann zittert man ja. Durch die Muskelbewegungen entsteht dann Wärme. Und so müsst ihr euch das vorstellen, da gibt es so Vibrationen und die Vibrationen gehen auf die Muskeln und dadurch gibt es die Muskelbewegungen. Und, ganz, ganz schwer. Nee, ich habe schon zu viel gesagt. Ja, eine Zahnbürste, natürlich. Sorgfältig poliert Bowling-Spielzeug-Kit-Hütte. Eine glatte und komfortable Touch und ihr Kunst kann leicht verwenden es. This Bowling-Spielzeug ist geeignet, für Kinder zu lernen, mehr Bowling-Wissen zu pflegen. Verkaufs ihre Interesse in Sport. In Sport. Sind Sie sauer auf alle Arten? Naja, ich gucke mir Sport immer sehr gerne an. Aber ich finde, also ich könnte es auch. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann es selber auch, aber ich habe halt auch Rücken und das ist mir, ich lasse sowas lieber von den Profis machen. Es gibt so Profis, die sind so Sportler heißen die, glaube ich, und die machen das. Nee, das ist mir, ich habe auch Rücken und so. Ich könnte es ja, aber nee. Bruch im Kühlschrank? Sind Sie verrückt über alle Arten von gemischten Gerüchen im Kühlschrank? Dieses Katzenhundefutter kann aus hochwertigem, langlebigem Silikon hergestellt werden. Ein passend für 3 Universalgrößen, eine perfekte Lösung für Sie, um Haustierdosen länger frisch zu halten und verhindert, dass der Kühlschrank wie Tierfutter zerfällt. Diese Deckel passen alles schon passiert, auch für jeden viele Druck. Menschen. Sie sind wasserdicht und verhindern, ganz dass wichtig, bevor ein Kühlschrank kauft, steht immer drauf, wie robust er gegen Tierfutterzerfall ist. Und das solltet ihr mindestens A holen. A ist wirklich, A plus wäre natürlich besser. Aber ich hatte auch einen kleinen Kühlschrank und der ist zu Tierfutter geworden. So, da hat man dann hier mehrere Tonnen Tierfutter. Was soll ich aber damit machen? Ich bin das einzige Tier hier, ne? Und sich im ganzen Körper ausbreiten. Kommen Sie mit 4-Pack helle Farben zum günstigsten Preis. Diese Dosen passen für 3 Unzen, 5,5 Unzen, 12 Unzen, Katze in Hundedosen. Wenn die Brust nicht groß ist und sich Knoten im Inneren befinden, ist sie wahrscheinlich verstopft. Gehen Sie wie folgt vor und das taten Sie auch. Man kann leicht so schöne Brüste haben. Massage jeder Brust der Brust. Regulieren Brustdurchblutung, verbessern Brust. Erwärmung beim Löten mit Kohlenstoff. Sie können nach Belieben. Ich habe jetzt gerade nie zugehört, weil ich muss wirklich sagen, die hat echt weiße Zähne. Also wirklich tolle Zähne. Schön. Ne?
werden dick und dünn. Aber es geht hier um irgendwie ganz komische. Brüste. Adlerfensterpunkt. Schatz, massierst du mal meinen Adlerfensterpunkt? Beim Heuen Spaß und Entspannung. Hautfreundliches Material, Stoff in... Also ich habe letztes Mal auch gegen den Punkt gehauen. War auch wieder falsch. Da habe ich gesagt, pass auf, da ist der Adlerfensterpunkt. Das ist wirklich, das würde ich zum Höhepunkt bringen. Und sie meint, okay, lass mal ausprobieren. Habe ich einen Hammer genommen, batsch. War auch wieder falsch. Jetzt meckert so rum, wegen dir spüre ich meine Beine nicht mehr seit ein paar Wochen. Ja, sorry, ich wollte mal was Neues ausprobieren. Punkt. Alles macht man falsch. Mal meinen Adlerfensterpunkt. Beim Heuen Spaß und Entspannung. Da habe ich immer, also wenn andere. Stoff in Babyqualität. Kundenspezifisches Design. Techniker mit 10 Jahren Erfahrung nähen sorgfältig, ohne Fäden zu verlieren. Erfrischend, atmungsaktiv und nicht verstopft mit Schweiß. Es kann im Sommer. Boah. Muss ich jetzt wirklich sagen, das hat mich schon mit erfrischend sofort abgeholt, ne? Besser abgeholt als die Deutsche Bahn. Atmungsaktiv brauche ich jetzt unbedingt nicht so, ne? Ich meine Leistung, ich atme in Sparflamme. Aber atmungsaktiv und nicht verstopft mit Schweiß finde ich schade. Finde ich echt, wenn es jetzt verstopft wäre mit Schweiß, hätte ich das genommen. Schade. Mal erfrischend getragen werden, ohne Angst vor Verstopfung zu haben. Die haben schon lange nicht mehr. Automatisch aufzuarbeiten. Das schießt bei mir durch. 15 Minuten nach dem Öffnen die Verwendung des Schlafens verwendet haben, machen Sie sich auch keine Sorgen darüber. Ja, mach dir keine Sorgen, ne? Das ist jetzt nur einmal passiert. Ja, auf einmal hast du 6 Kinder, ne? Mach dir keine Sorgen, ne? Alles klar. Gekauft. Wo kann ich das Ding abholen? Gekauft. Nehme ich mit. Hat mich sofort überzeugt. Sofort. Das war meine Sprache. Das sind meine Jungs. Danke. Ne? Also ich muss sagen, das habe ich jetzt nicht so ganz, um welches Produkt das hier ging. Ich glaube, ja, Brüste steht hier. Also das hat mich jetzt, ich fand nur das Lächeln von der schön, war halt super. Ne? Super, super Spielzeug für Frauen. Aber ich muss sagen, Kinder, gerade so in der Entwicklung, ne? Ich bin ja immer noch so ein bisschen in der Entwicklung. Mein Arzt hat gesagt, ich werde mich nie wieder entwickeln, weil da wird sich nichts mehr entwickeln. Das ist alles schon kaputt. Nee, aber trotzdem entwickle ich mich ja zum schönen Schmetterling. Aber wenn ihr Kinder habt, so ein Entwicklungsstatus, also so mit 3-4 Monaten, geht's ja dann los. Ne, dann werden die Kinder ja aggressiv, dann sind die auch schon in der Pubertät. Aber da sollte man den Kindern schon beibringen, hier, mache Haushalt. Geh mal arbeiten. Ne, die Miete kommt nie von ungefähr. Ne? Also das ist schon wichtig, ne? Das darf man echt nie vergessen. Ja. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Guckt unbedingt das Originalvideo an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Watchtime da und schau. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.